So, weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Anstoß für Real Madrid, die ohnehin schon 2-0 führen. Xavi Alonso, Özil, Higuain, Di Maria. Higuain! Es war ein absoluter glücklicher Glückseinkauf, denn der gehört wirklich zu Real. Vom Spielerischen her. Aber jetzt Freistoß für Chelsea. Gute Position. Lampard. Aber der ging deutlich vorbei. Jetzt Malouda, schöner Pass. Der muss doch eigentlich drin sein, aber da hat sich das Können von Casillas wieder mal gezeigt. Hat er sein Können wieder mal gezeigt. Aber jetzt Ecke. Ah. Die war nichts. Jetzt kommt er vielleicht von Real. Zu spät. Carvalho. Aha. Alex. Drogba. Ivanovic. Anelka, Anelka, knapp drüber, knapp über die Latte ist der gesegelt. Das schauen wir uns doch nochmal gerne an. Eine der besten Chancen in diesem Spiel für Drogba, für Chelsea. Wenn wir dieses Spiel mal einschätzen, glaube ich, also wenn Real gegen alle Gegner so spielt wie gegen Chelsea. Und das glaube ich, weil Chelsea wirklich einer der besten in diesem Turnier ist. Dann wird Real wirklich gute Chancen auf den Titel haben. Drogba. Lampard, jetzt. Oh. Gerade noch abgefangen. Aber Khedira jetzt. Özil. Das deutsche Duo, Ronaldo, Alonso, Özil, Ronaldo, wieder Özil auf, Ronaldo. Oh, was für Tricks hier von den beiden. Die mögen sich ja auch richtig, wie man das so hört, zur Zeit. In der letzten Sportbild, also nicht in der, die in der aktuellen, sondern in der letzten ist ja gestanden, dass Ronaldo gern mit Özil spielt. Da das einfach beide Trickser sind, beide zwei Trickser sind und die können da richtig gut miteinander spielen. Aber jetzt erstmal wieder Konterchance für Chelsea. Na, Özil. Özil mit Ronaldo. Ach so. Na, ich habe Ronaldo mit Özil meint. Also Malouda vergibt hier die Chance. Hätte das 2:1 sein können. Nicht immer. Eigentlich könnte es schon 3:2 stehen oder sowas, wenn die Chancenbewertung nur ein bisschen besser wäre. Also jetzt Kaká eingewechselt worden. Drei Einwechslungen auf beiden Seiten. Ivanovic, Kalou, der Mann aus der World of Warcraft Werbung. Wieder Kalou. Hörst du mich noch? Ach so. Der sieht genauso aus. Bosema, jetzt Bosema gerade erst eingewechselt. Ronaldo, auch sehr schön abgespielt. Aber der geht nicht rein. Tschech, klärt er. Nein, waren bei Chelsea nur zwei Auswechslungen, weil jetzt nochmal ausgewechselt worden ist. Bosema, das ist das 3-0. Bosema, gerade erst eingewechselt, schießt jetzt das 3-0 aus dieser Ecke heraus. Sein erstes Tor in diesem Turnier, ganz logisch. Schauen wir mal, wie dieses Tor entstanden ist. Aus der Ecke. Glücklich vom Rücken von Terry, glaube ich, war das abgesprungen. Und dann hat er den nur noch verwandeln müssen.
Natürlich von einer Ecke von Özil. Also die Vorbereitung. Das ist schon stark. Basema jetzt wieder. Wollen die etwa noch ein Tor drauflegen? Özil. Ronaldo. Cristiano Ronaldo alleine vor Cech. Das gibt's doch gar nicht. Mit dem Fuß abgewehrt. Oh, Khedira kommt dann nicht mehr früh genug an den Ball. Sergio Ramos. Gut, geflankt auf Ronaldo, aber da gibt's ein paar. Komplizierte Sachen zwischen Ronaldo und Benzema, die sich dann nicht ganz sicher sind, wie er jetzt den Ball kriegen soll. Aber jetzt Khedira auf Ramos. Benzema meldet sich da, um den Ball zu kriegen. Ja. Also jetzt Ronaldo. Den kann er reinmachen, aber der war noch abgefälscht und leichtes Fressen für Tschech. Ramos. Kalu. Beinahe Jung. Ja, da haut er daneben. Beinahe Jung. Auf Kalu. Gefährlicher Pass. Also, der hätte fast schief gehen können. Und da verschießt Anelka mit dem Seitfallzieher diesen Ball. Hier nochmal der gefährliche Pass und dann Anelka, der der Horrorspieler bei Dominik war in der französischen Nationalmannschaft, der sich ja da mehrfach aufgeregt hat gegen den Trainer. Und aber bei Chelsea liefert der einfach Leistungen ab. Warum nicht? Warum sollte man die nicht betonen? Ach so. Aber ich wollte ja sagen, er spielt bei Chelsea Hammer. Anelka, Lampard. Drogba, war das abseits? Nein, war es nicht. Doch, war's. Schiedsrichter hat die Fahne oben. Aber war ganz knappe Entscheidung. Ich hätte es jetzt auch auf Abseits entschieden vorerst, aber da der Schiedsrichter nicht gleich gepfiffen hat, habe ich mich da jetzt drauf verlassen. Und jetzt ist das Spiel auch vorbei, 3:0 gewinnt Real Madrid gegen Chelsea und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel, was wäre Lyon gegen Juve? Also, nein, das wäre AC Mailand gegen Tottenham Hotspurs, also bis dahin.